Mir liegen Kontodaten vor, dort gibt's negative und positive Werte und die möchte ich getrennt voneinander summieren. Hier mit der Variante Hilfsspalte. Drei Spalten, Datum, Kategorie und Preis. Und bei Preis sehe ich, da gibt es negative und positive Werte. Und diese Zahlen jetzt, wenn ich die summieren würde alle, kommt eine Summe von minus 104 Euro raus. Ich möchte aber nur die Minuszahlen und die positiven Zahlen jeweils addieren und dann gegenüberstellen. Natürlich dann auch noch die Bilanz ausziehen. Aber gucken wir mal erstmal hier in die Daten rein. Schnell als Tabelle formatiert. Ich drücke die Tastenkombination Steuerung T. Überschriften sind drin, jawohl. Und ich benenne die Tabelle oben links. Na, ich bin in den Tabellentools-Entwurf. Ganz kurz, das sind meine Auktionsdaten. So, wenn ich hieraus eine Pivot-Tabelle erzeuge, ich klicke mal hier auf mit Pivot-Table zusammenfassen, ne, oder auf Einfügen, Pivot-Table, na, da wird er gefragt, sind das die Daten? Ja, das sind die Daten. Und nun sehe ich hier die Überschriften, kann die Kategorien anklicken. Da sehe ich meine Kategorien. Klicke auf den Preis, weil das die Zahlen sind, addiert er die. Ich sehe auch die Summe minus 104, aber ich sehe nicht gegenübergestellt die positiven und negativen Zahlen. Eine kurze Ergänzung hier noch in der Tabelle, die automatisch dann auch in Pivot gleich mit aufgenommen wird. Ich nehme einfach noch den Typ. Ist es eine Eingangsrechnung, eine Rechnung, die ich bekommen habe, oder eine Ausgangsrechnung, eine Rechnung, die ich gestellt habe? Und wo das Geld dann reinkommt. Ja, ich frage einfach mit einer Wenn-Funktion hier noch nebenan, ist der Wert daneben kleiner 0? Dann habe ich die Rechnung nämlich bekommen, weil da ist ein Geldfluss von mir zum Kunden, na, zum Ko Verkäufer. Dann schreibe dort, das ist eine Eingangsrechnung, ansonsten habe ich die Rechnung gestellt. Dann ist es eine Ausgangsrechnung. So, ich sehe nun hier also immer Eingang und Ausgang dort. 0 Euro überweisen wir nicht. So, und jetzt klicke ich hier zurück. Einmal kurz in die Tabelle. Einmal kurz bei den Pivot Table Tools auf Analysieren geklickt. Dort auf Aktualisieren, aktualisieren. So, und jetzt sehe ich hier nämlich auch den Typ. Und den Typ schiebe ich auf die Spalten. Einfach von hier oben rechts runter in die Spalten geschoben. Und ich sehe, welche, ja, Ausgangsrechnung habe ich gestellt. Wo habe ich was verkauft? Im Wert von 549 Euro habe ich Auktion eingestellt, verkauft und hier, da habe ich entsprechend gekauft. Da sehe ich dann auch entsprechend ja die resultierenden Werte, mehr Bücher verkauft, also höheren Wert als gekauft, Sport nur gekauft. Ja, eine Möglichkeit war das jetzt, aber ich möchte noch zwei andere vorstellen und das in den nächsten Videos. Sollten die Daten hier Eingang oder Ausgang halt nicht vorliegen, sondern nur die Information positiv, negativ, kann man vielleicht diese Spalte hier ergänzen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.